Vom kleinen Kakaopflänzchen bis zur edlen Kuvertüre wird das Schokimachen von unserer Umwelt beeinflusst. Das Terroir, also die Natur und die Kultur in den Ursprüngen des Kakao, geben jeder Sorte ihren ganz eigenen Charakter. Auch Felklin als Firma und Herstellerin von edlen Kakaoprodukten steht in enger Verbindung zu ihrer Umwelt. Tief verwurzelt im Talkessel der Schweiz leben wir mit und von unserer Umgebung. So werden wir von den Mutter, die an uns vorbeizieht, angetrieben und wir gewinnen saubere und erneuerbare Energie daraus, um unsere Produkte herzustellen. Muta hat Eibach schon durchquert und die Landschaft geprägt, lange bevor Max Felklin hier mit der Schokimanufaktur angefangen hat. Sie entspringt auf fast 1800 Meter über Meer und wächst auf 30 km Länge von einem plätschernden Bergbach zu einem taldurchquerenden Fluss und spendet Energie und erweckt Neues zum Leben.